Mit der Fahrer mache ich jetzt einmal so die Grundübungen, mit denen ich die Pferde gerne am Boden arbeite. So, und zwar ist für uns erstmal ganz wichtig, also dass ich das Pferd mobil genug habe. Jetzt steht sie schon mal ganz prima, sonst stehst du selten so, gell? Was hast du in der Nase da? Gut. Ui. So. Also die Mobilität der Hüfte ist für mich ja zunächst ganz entscheidend, vor allem bei einem Pferd, was so schubgeprägt ist wie die Fahrer. Also die Fahrer ist ein 10-jähriger Rheinländer, den ich übernommen habe mit einem Taktfehler. Jedes Training sieht erstmal so aus, dass ich die Beweglichkeit der Hüfte abfrage. Gut, ja, ganz wichtig, dass man da den Takt findet, auch wenn es warm ist und das Pferd schon ein bisschen müde. So, in diesem Übertreten, was besonders langsam eben auch ausgeführt werden soll, also das Pferd sollte nicht rüber eilen, sondern hier auch Schritt für Schritt sich bewegen. In diesem Übertreten veranlasse ich das Becken dazu, sich in die Vertikale aufzurichten und durch die Tritte seitwärts eben immer wieder in beide Richtungen zu kippen und zu rotieren. Gleichzeitig suche ich die Position im Hals, in der das Pferd vor mir am größten wird. Man sieht jetzt schon, das eine Vorderbein tritt vor, das andere nicht unbedingt über Kreuz, weil ganz wichtig ist, ich halte sie in leichter Außenstellung, um zu verhindern, dass das Pferd die ganze Bewegung auf die äußere Schulter schubst. Jetzt fängt sie schon an zu grunzen ein bisschen. Kapp. Gut. Brav. So. Jetzt habe ich auch anscheinend im richtigen Moment aufgehört. Sie steht ganz prima. Das ist ein Pferd, was durch ihren genetischen Schub sich immer gerne auf die Schultern und auf die Vorhand schiebt. Und dementsprechend muss ich schauen, dass diese Hüfte nicht nur schiebt, sondern auch in der Lage ist, zu tragen und zu balancieren. So, genau, die neue Seite. Da gibt es natürlich auch bei jedem Pferd eine bessere und eine schlechtere. Ich bleibe schön am Platz stehen. Ich sollte auch jetzt gar nicht viel in den Fingern haben. Also ich könnte theoretisch das jetzt auch mit zwei Fingern machen. Oder nur den äußeren. Oder ja, nur den inneren macht keinen Sinn. Aber ne, dass man sich im Klaren ist, das Pferd sollte jetzt nicht mehr auf die Hand drücken und sich stark machen. Sondern vor allem geht es darum, dass das Pferd diese Schritte balanciert um mich herum, ohne zu schieben. Gut, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, das Übertreten, weil man gesagt hat dann irgendwann, das würde Verschleiß fördern. Das ist aber eigentlich nicht, also es ist, halte ich für ein Gerücht. Also natürlich muss man schauen, ob das Pferd einen Schaden hat, ob das Übertreten die richtige Übung ist. Aber darum geht es im Pferdebereich ja immer, eben die richtige Übung zu finden. Die Fahrer wird bisher eigentlich immer mobilisiert. Das war auch gut jetzt, hat sie sich nämlich dann abgestreckt. Ganz brav. So, das mache ich auf beiden Seiten. Dann lasse ich sie kurz fühlen und denken. Ich stelle sie noch einmal kurz auf. So, gut. Na, wenn sie jetzt schon da so schief stand, dass wir dann nicht aus dieser Position losgehen, sondern da ein bisschen. Gut. Ja. So, als nächstes mache ich eine Übung, die ich auch super spannend finde, gerade für Pferde, die echt auch Balanceprobleme haben. Auch wenn das eine Übung ist, die für den Reiter erstmal oder für den Mensch, der nebenher geht, erstmal ein bisschen eine Geduldsprobe darstellt. Jean-Luc Cornille nennt das In-Hand-Technik. Also bei ihm habe ich das auch am meisten gesehen und erklärt das auch wirklich toll. Also das, was hier passieren soll, ist, das Pferd ist auf sich allein gestellt im Kopf-Hals-Bereich und soll den Rumpf und den Hals miteinander verbinden. Wir haben heute das Problem in der modernen Reiterei, dass sehr viel Manipulation an Kopf und Hals stattfindet und die Pferde dann vor der Zeit beizäumen oder auch vor der Zeit biegen, wo man wirklich aufpassen muss, ob das in dem Stadium, in dem das Pferd sich befindet, Sinn macht.
Jetzt sieht man schon, dass ich auch bei ihr ein sehr geringes Tempo wähle. Ganz essentiell dabei sind hier auch die Ecken. Na, ganz wichtig, jetzt habt ihr gesehen, ich bremse sie dann nicht am Gebiss, weil, was soll passieren bei der In-Hand-Technik, soll das Pferd den Hals lang lassen, selbst wenn es bremst. Jetzt muss ich aufpassen, da überholt sie mich fast. Genau, da darf ich ruhig mit der Gerte vor der Brust sagen, Achtung, bitte nicht schieben. So, das Wenden auf die freie Linie ist anspruchsvoll am Anfang, wird aber nach etwas Übung dann auch funktionieren. Dass da einem das Pferd erstmal entgleitet, ist völlig normal. Jetzt sieht man, dass ich kaum Manipulation am Pferd eigentlich ausführe. Das heißt, ich lasse sie vor allem diese Linie neben mir balancieren und ihren Körper fühlen in geringem Tempo mit einer natürlichen Halshaltung. Und immer wieder kommt eine Ecke. Jetzt fängt sie so ein bisschen an zu drücken, deswegen halte ich an und mache die Ecke wirklich Schritt für Schritt, dass sie sich konzentriert, auch wenn die Pferde dort draußen sind. Schritt für Schritt, Hinterhand in die Ecke, halten. Ja. Na, wenn ich jetzt mein Pferd in Richtung Balance arbeiten will, dann sollte ich zunächst schon die Entscheidung treffen, dass ich mich nicht mehr mit Erziehung beschäftige. Also das heißt, wenn das Pferd nicht bremsen kann, dann hat es wahrscheinlich sein Gleichgewicht nach vorne verloren. Und ich muss das Gleichgewicht erst wiederherstellen, damit das Pferd bremsen kann. Es hat oft nicht so viel damit zu tun, dass das Pferd etwas nicht tun möchte oder es widersetzlich ist. Also es ist seltenst der Fall, dass das Pferd grundsätzlich widersetzlich ist. Genau. So, das gefällt mir jetzt ganz gut. Dann wechseln wir auf die andere Seite. Ich lasse sie strecken. Also das war auch bei Fahrer in der Führposition lange echt nicht so einfach, weil sie auch so unglaublich weich ist. Also gerade die Warmblüter heute werden sehr weich gezüchtet, weil man sie dann besser mit etwas mehr Kraft formen kann und bestimmte Sachen aus der Ausbildung dann einfach herauslassen kann. Und trotzdem fast die gewünschte Bewegung hat, wenn auch mit mehr Verschleiß. Gut. Die Fahrer hat eher das Problem im Moment, wie die Emma, dass sie auf der linken Schulter landet. Gut. Das konnte man eben sehen daran, dass sie ein bisschen nach innen fiel und jetzt fällt sie mir ein bisschen nach außen. Das muss ich halt mitkriegen. Jeden Tag muss ich da ganz wachsam sein, damit ich genau merke, was heute das Thema ist. Super. Ne, man sieht, dass ich jetzt ganz, ganz wenig Korrekturen ansetze. Ich frage immer nur wieder, ob sie bitte die Linie halten kann. Hochbleiben, groß. Ne, wenn sie da jetzt immer wieder anbietet, abzusinken. Was bei diesem Pferd wirklich schwer war, überhaupt wegzubekommen, weil ich sie einfach sehr lange vorwärts, abwärts geritten bin. Gut. Da bin ich jetzt sehr froh mit, dass sie jetzt auch nicht gleich das Genick schließt, sondern dass sie eigentlich versucht, im Hals vor sich zu bleiben. Gut. Eine Ecke. Gerade. Gut. Super. Das war jetzt rechts sogar etwas besser heute als links, finde ich. Woran mache ich das fest? Eigentlich daran, dass ich fühle, dass das Pferd sich im Hals jetzt eben nicht aus der Linie gebracht hat, sondern also gerade eben beim Abwenden war sie dann nämlich kurz außen gestellt. Und jetzt war das deutlich besser hier. Das heißt, ich muss über das Maul ganz genau die Schulter dirigieren können, wenn ich das nicht kann, weil das Pferd zum Beispiel statt abzuwenden sich überbiegt. Das kennt man von einigen Schulpferden, finde ich. Also früher war das immer so, dass die Ponys dann ganz nach innen geschaut haben, zum Beispiel, aber der Körper läuft weiter geradeaus. Das ist das, was wir auf keinen Fall wollen. Gut, also die ganze Wirbelsäule soll hier als eins funktionieren. Gut, so, jetzt mache ich etwas mehr Energie, dazu richte ich etwas mehr auf. Gut, ich gehe auf eine Linie, die dem Quadrat nicht mehr entspricht. Die Fahrer ist sehr engagiert, ja. So, wichtig ist jetzt, ich renne nicht mit. Ich gebe im Touchieren einen ganz kurzen
Takt an, der aber nicht hektischer macht, sondern jetzt kann ich ja mal den Takt ansagen, wie ich jetzt touchiere. Tak, 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 tak. Und da hat man jetzt gesehen, wie sie, ne, trotz ihres riesigen Trabs, den sie hat, versucht hat, im Takt eine niedrige Frequenz zu halten, die Energie aber oben zu lassen, ne, sodass der Tritt eben schöner, größer, federnder wird. Das erreiche ich nicht über mehr Spannung, sondern über mehr Balance. Und dafür ist diese Übung echt toll. So. Ja, fein. Also bei diesem Pferd wäre das früher unmöglich gewesen. Die war im Trab nicht sitzbar und nicht lenkbar, weil die so riesig trabt. Das ist nicht einfach, ein Pferd mit viel Gang auszubilden, weil dieser Gang ganz viele Situationen mit sich bringt, in denen das Pferd im Tempo stabilisieren muss, weil es so viel Schwebe hat oder ähnliches. Gut, so, ich erhöhe hier wieder die Energie. Oh, ja. Da wäre ich jetzt schön blöd, wenn ich das nicht annehme. Gut. Ah, hier fällt es auch heute ein bisschen schwieriger. Ein bisschen mehr Energie hier. Gut. Tack. 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 Super. Oh, jetzt fällt es um. Da muss ich wieder kurz abwarten. Jetzt hat sie sich wieder gefangen. Tack. So, jetzt lehne ich mich ein Stück zurück, fange etwas ab. Oh, das war zu viel, Fahrer. Noch einmal, komm. Und möchte, ja fein, dass sie aus dem Trab, ach ja, du bist schlau. Ich wollte es gerade sagen, dass sie aus dem Trab wieder ihre Hüfte kippt und in die Lastaufnahme geht und wieder vor, komm. Gut. Brav. So, Pferd stellt sich gut hin. Dann habe ich gut gearbeitet als letztes. Ja, wenn man jetzt im Schritt, Trab und Galopp das Pferd an der Hand so bewegen kann, dann kann man schon mal sich darauf verlassen, dass das Pferd nicht mehr versucht, im Tempo zu stabilisieren und dass es handunabhängig ist. Ne? Was habe ich von einem Pferd, was im Tempo vielleicht nicht mehr stabilisiert, also nicht mehr davonläuft, welches ich aber die ganze Zeit mit meiner Hand tragen muss oder halten muss oder fangen muss. Super. So. Ich schaue jetzt noch einmal in den Rechtsgalopp, weil sie mir den Linksgalopp so schön angeboten hat. Versuchen wir mal ein bisschen Symmetrie herzustellen. Gut. Das ist auch ein Pferd, was deutlich zu Explosionen neigt. Ja. Das heißt, ich muss immer aufpassen, gerade auch mit meiner Energie. Ja, super. Ne, da hätte ich jetzt mehr getrieben. Dann wäre sie wahrscheinlich kurz mal explodiert. Das heißt, ich brauche eigentlich nur an Galopp denken. Bravo. Genau. Gut. Wenn ich jetzt merke, oh, die Balanceübungen, die finden schon wirklich gut statt, dann gehe ich noch einmal kurz in die Kraft. Was bei diesem Pferd halt eben jetzt wichtig wäre oder wichtiger ist als bei anderen Pferden, ist, dass sie ihre Hanken beugt. Das mache ich am liebsten mit einer Halteübung, also so etwas wie einer Kniebeuge fürs Pferd. Das heißt, ich gehe einmal kurz in Richtung Levade. Jetzt muss ich aufpassen. Natürlich würde es ihr jetzt leichter fallen, so zu steigen, wie das Sit es tut. Das wollen wir aber auf keinen Fall. Aber beim Sit möchte ich es jetzt nicht mehr ändern. Super. Ja, also das heißt, sie beugt, hält, bleibt mit der Vorhand aber recht tief. Ich mache es nochmal. Und das, was ich jetzt auf keinen Fall will, ist diese Explosion nach oben. Weil das Pferd sich eigentlich in dem Moment nur mit dem Rumpf nach oben schmeißt. Super. Oh, da hat sie das Gleichgewicht verloren. Das ist aber nicht schlimm. Keine Strafe, ganz wichtig. Gut, jetzt hat sie es noch mal tiefer probiert. Auch wenn sie da jetzt gegen die Wand schwankt oder ähnliches. Ne? Das Pferd ist 10. Das Pferd ist in der Altklassik jetzt seit anderthalb Jahren. Und
macht seinen Job dann quasi schon hervorragend. Und ich mache meinen Job bestimmt auch nicht immer perfekt. Das heißt, man sollte da viel öfter überlegen, ob es vielleicht mit der Strafe nicht so die richtige Entscheidung ist im Pferdetraining. Gut, so, jetzt fängt es an zu glühen. Gut, das darf man auch nicht unterschätzen, das ist sehr schwer. Super, ne? Da hält sie jetzt schön, noch einmal. Gut gemacht, so würde ich das beenden. Je besser sie natürlich kurz halten kann, in Rumpf und Hinterhand, umso besser meine vorherige Arbeit der Stabilisation und der Mobilisation in der Hüfte.